Ja, morgen meine lieben Modelleisenbahnfreunde. Der Kruschi, der ist noch nicht hier und der kommt auch heute nicht her, weil ich fahre nachher zum Kruschi. Wir sind hier bei mir in der Kammer des Schreckens und ja, wir machen wieder ein kleines Video. Was haben wir heute vor? Wir haben heute vor, einmal packe ich mit euch ein Paket aus. Es ist ein großes Paket gekommen hier von Logster Digital, um unser Lager wieder aufzufüllen. Und ansonsten wollen wir heute noch ein bisschen Holz schneiden für den nächsten Kundenauftrag. Das ist so der Plan. Ich muss noch ein kleines Paket so ein bisschen vorbereiten. Da warten wir aber auch noch auf Ware. Und ja, genau, das soll eigentlich so der Tagesablauf heute wieder sein. Mal gucken, was war alles, was uns so zwischendurch noch einfällt. Das ist ja immer so eine Sache bei uns. Uns fällt ja zwischendurch immer noch was anderes Lustiges ein. Ja, genau. Aber wir fangen jetzt erstmal an. Und zwar werden wir jetzt einmal das Paket auspacken von Logster Digital. Wie gesagt, unser Lager aufzufüllen. Wir haben ja immer eine ganze Menge auf Lager von Logster Digital. Die ganzen Geräte, die Lodi-Komponenten. Die sind nicht in unserem Online-Shop hinterlegt. Noch nicht, weil ich momentan dafür auch gar keine, also ich habe keine Zeit dafür, das alles zu implementieren, tatsächlich. Und aber wenn ihr mal Geräte braucht von Logster Digital, könnt ihr sie natürlich bei uns ganz einfach könnt ihr euch uns anschreiben über E-Mail und dann könnt ihr auch das über uns beziehen. Ja, genau. So, jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier drinne haben. Oh, schaut mal, gibt blaue Kugeln. Sonst gab es immer grüne. Jetzt haben wir blaue, das ist ja cool. Die behalte ich natürlich immer auf. Ne? Die behalte ich natürlich immer auf, die schmeiße ich nicht weg. Weil, warum soll man die wegschmeißen? Weil wenn wir Pakete packen, können wir die auch mit benutzen. Ich bin immer der Meinung, man muss nicht immer alles gleich wegschmeißen. Ja, finde ich, also in unserem Falle. Ihr zu Hause könnt damit basteln, ja, oder ihn wegschmeißen, aber ich persönlich bin eben nicht so ein Freund von diesen ganzen, von diesen ganzen Weggeschmeißer, wenn man das tatsächlich hier so Verpackungsmaterial nochmal gebrauchen kann. Deswegen mache ich mir das so mal in eine Kiste rein hier und verwende es nochmal. Ja, das ist ja auch, wie gesagt, das ist alles, kostet ja auch alles, sage ich mal, Geld. Ne? Und deswegen finde ich es besser, wenn ich es einfach nochmal verwende. Genauso ist es hier so. Eigentlich ist es ja so, dass die Geräte immer eingepackt sind in Kartons. Ich habe jetzt gerade keinen hier. Ich lasse mir die Geräte tatsächlich mal ohne Karton schicken, weil ich sage, wenn ich die, wenn wir die ja, wir verbauen die ja an Anlagen, ja. Wir verbauen die ja an Anlagen und da schmeiße ich dann immer die ganzen Kartons weg. Ne? Braucht keiner, wird weggeschmissen. Deswegen lasse ich mir die immer ohne Karton schicken. Und auch die Kunden, die bei uns bestellen, kriegen sie von uns auch ohne Karton. Weil ich einfach sage, hey, okay, in den Karton packt er aus, schmeißt er weg. Eigentlich auch Quatsch. Das Einzige, was bei uns immer am Karton ist, was ich im Karton noch schicken lasse, sind die Lodicons. Ja? Die lasse ich tatsächlich immer im Karton schicken. Aber ansonsten so Rektoren oder die Rektoren sind eben eingepackt nur in der Tüte und die anderen Geräte tatsächlich, die sind ordentlich eingewickelt hier nur in ja so Knallfolie, die ich da auch noch wieder verwende. So, jetzt wollen wir mal gucken, was haben wir denn als erstes? Mal gucken. Aber ich habe auch schon mehr viel bestellt, ja. Also wir haben hier einen Lodicon. Oh. Wir haben noch ein Lodicon. Sind doch Lodicons, ne? Ja, Lodicon, Lodicon, Lodicon. Ich weiß gar nicht, wie viel hatte ich denn bestellt? So, da wollen wir mal gucken. Lodicon, wo haben wir, wo haben wir, wo haben wir? Lodicon. Oh, Lodicon, 6 Stück tatsächlich sollen hier drin sein. Dann schauen wir mal. Hier haben wir 3. 3. 4. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt manchmal muss ich mal ganz kurz unterbrechen das Video, nämlich der Kruschi ruft an, geht gleich weiter. So, da bin ich wieder. Der Kruschi hat gerade angerufen, der brauchte noch was. Oder er hatte noch eine Frage. So, wir haben jetzt 4 Lodicons. 5er. Und 6 mal
Ludicon. Was ist denn das hier? Sechsmal Ludicon. Die werden wir auch gleich einmal verstauen. So, sechs Ludicons. Da muss ich mir, fällt mir ein, einen ins Auto packen. Da muss ich mir einmal ins Auto packen. So, ich verstau die aber mal. Oh, Platz wäre ja toll. Ja, das ist momentan hier bei uns so ein bisschen hier Leben in der Lage. So, kann ich die hier hochstellen? Hält das? Das hält. Das hält. So, dann haben wir erstmal die sechs Ludicons. Können wir einen Haken ran machen. So, sechs Ludicons. Dann haben wir sechs. Was haben wir denn als nächstes hier so rum? So. Ah, wieder schön verklebt hier mit Packband. Schön verklebt mit Packband hier. Da muss ich dann doch das Messer einmal nehmen. Das war auch schon mal schärfer. So, was haben wir hier? Hier haben wir FLs. Wie viel müssen wir von den FLs haben? 10 Stück. Also hier haben wir schon mal 3 FLs. So, 3 FLs. Und ohne FLs. Ja, das sind ohne FLs. Ja. Ja, wie gesagt, wir halten immer mittlerweile ganz gut auf Lager die Geräte. Dass wir auch immer was da haben. Wie gesagt, auch Kunden, die nächsten 3 FLs sind 6 sozusagen. Wir halten immer auf Lager, weil wir doch immer mehr Geräte brauchen. Wird auch immer bei uns mittlerweile so ab und zu bestellt. Ja, so, und hier sind auch nochmal FLs, 4. So, 6 plus 4 macht 10. So, dann haben wir hier nochmal FLs. Da haben wir jetzt, ja, haben wir hier noch auf Lager mittlerweile. So, dann die FLs. Aber das geht auch alles immer ziemlich zügig weg bei uns. So, dann haben wir die FLs auch fertig. So, dann machen wir einmal ein Häkchen ran. Dann haben wir Rektoren. Da glaube ich waren es nur 2 tatsächlich. Zweimal Lodi Rektor. Genau. 1, 2, 3. Viermal ein Schiffskommander. Ne, müssen 5 sein. 1, 2, 3, 4. 5 Schiffskommander. So, und dann brauchen wir eigentlich 4 S88. Sag mal, bin ich jetzt schon völlig durcheinander? Schiffskommander hat er jetzt 6. Dann haben wir einen 6 Schiffskommander. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal. Na, das ist bestimmt. Mal gucken, wo sind hier die F88 Commander. Ach, hier unten ist noch was versteckt. So, dann haben wir 1, 2, 3 und 4 mal. 4 mal einen S88 Commander, das müsste passen. 4 mal S88 Commander. Ja. Aber ihr Lieben, bevor ihr jetzt hier ewig zuguckt beim Auspacken, mache ich einen kurzen Cut, mache alles soweit fertig, dann fahre ich zum Kroschi rüber und dann geht's da weiter. Also einfach schön dranbleiben, wir sehen uns. So, jetzt bin ich auch beim Kroschi angekommen. Ach, ja, du hast schon gefilmt? Ich hab schon, ich habe mal aus Unboxing halt gemacht. Hast du mir nicht gesagt? Ja, ja, nee, ja, moin. Angekommen mal, ne? Und... wie ich vorhin sagte, wir schneiden halt für den Kunden ein bisschen Holz zu. Gucken, hier ist unser. Versucht mal so zu halten. Das wird der Tisch sozusagen, den wir heute zuschneiden. Es sind. Was für Maße? Insgesamt 5 Meter mal 2 Meter, wa? Ja, 5 mal 2 Meter wird der nachher. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Module werden es nachher. Genau, wir müssen noch ein Stück zurückgehen, wir sind nicht über Kamera. 5 Module sind es nachher. Das schneiden wir jetzt noch hier zu. Und
Zusammenbauen tun wir es dann aber schon in der neuen Werkstatt. Bloß wir schneiden es jetzt noch hier zu, weil. Ja, aber hier liegt noch das Holz. Hier liegt das Holz noch, bevor wir das halt rüberbringen. Genau, bevor wir jetzt fünfmal anfassen. Ne? Genau. Bevor wir fünfmal anfassen. Ja, das machen wir jetzt. Das wird nachher ein Tisch, ne? Also ein Unterbau plus Platten schon. Das wird nur eine einebene Strecke. Eine Ebene. Da kommen dann Platten rauf, da machen wir Löcher rein, dann werden in den Untertisch selber oben Nuten reingefräst, ja, für die Kabel, zum Kabel durchlassen, Füße, und das machen wir alles. Dann machen wir heute tatsächlich mal wieder Zeitraffer und zwischendurch schnacken wir ab und zu ein bisschen. Also bleibt schön dran. Da haben wir mal den Zeitraffer unterbrochen. Da liegt das ganze Holz. Das waren jetzt 18 Bretter müssen es gewesen sein, genau. Das sind jetzt 18 Bretter, die mit 2,20 Meter lang waren, alle, und 12 cm breit, und Stärke hatten sie ja 15 mm. Ja, die sind jetzt alle zugeschnitten. Die verzogen wir jetzt mal irgendwie so ein bisschen. Das war, also wir haben die extra schon so als Stapel alles hingelegt, ne? Das sind die einzelnen Module. Wie man sieht, sind es insgesamt nachher, kannst du mir mal einen Zettel holen, dann kann ich ja die Module nochmal kurz sagen, welche Größe die hatten. Ich mache mal die Kamera hoch, verfolge Kroschi dabei, so. Ich verfolge, ja. So, also wir haben im Endeffekt nachher 1, 2, 3, 4, 5 Module. Ja. Wir haben ein Modul, das ist 80 x 1,20, dann haben wir zwei Module, die sind 1,80 x 1,20. Auto vorbeilassen, genau. Dann haben wir ein Modul 60 auf 1,20 Meter und dann haben wir noch Modul 80 auf 1,40 Meter. Ja, das sind wie gesagt diese 5 Module. Und wir werden jetzt noch, hat der Siri alt aufgenommen, ist ja lustig, diktiert. Wir werden jetzt gucken, dass wir noch die Füße zuschneiden, die wir noch hier haben. Wir kriegen erst Mittwoch Holz. Da fehlen noch, glaube ich, ein paar. Ne? Ja, fehlen noch ein paar, ja. Fehlen noch ein paar, aber das ist nicht so schlimm, da kriegen wir Mittwoch Holz. Ja, wir würden aber, wie gesagt, mit den Füßen weitermachen. Ich überlege gerade, machen wir die Füße weiter oder warten wir, bis wir das ganze Holz haben? Wir gucken mal, was denn? Füße brauchen wir 18, kriegen wir da nicht raus. Da kriegen wir 3 Stück raus, 3 mal 4 sind nicht 18. Sind nämlich noch, sind nur 12. Mhm. Ja. Mhm. Mal gucken. Ja. Wir überlegen es kurz noch. Entweder sehen wir uns in der Werkstatt schon wieder oder wir schneiden tatsächlich noch die Füße. Wir gucken uns das mal an. Also schön dranbleiben. Jo, Kruschi ist wieder beim Aufräumen. Ihr habt gesehen, im Zeitraffer habt ihr gesehen, dass wir tatsächlich doch noch die 12 Füße haben wir jetzt geschnitten, fehlen noch 6. Die kommen aber, Mittwoch kommt unsere nächste Holzlieferung. Mhm. Genau. Mhm. Wir verpacken das jetzt hier schön. Genau, wir verpacken das jetzt erstmal, also provisorisch, also ich muss jetzt nicht ganz so doll einpacken. Verpacken das so, dass das zusammengehört. Vielleicht machen wir ein paar lange Kabelbinder rum oder so. Dürfte ja reichen fast. Ja, wir verpacken das einmal, machen das alles soweit fertig und dann werden wir. Also eins, wir hatten noch 1,80er Teile bei, ne? Das waren die, ne? Genau. Ja, wir verpacken das einmal, räumen mal hier ein bisschen auf und dann werden wir erstmal das rüberbringen. Aber wir machen hier uns jetzt erstmal noch einen Plan. Also mit dem Rüberbringen müssen wir gucken. Wir machen uns jetzt erstmal einen Plan, weil wir müssen natürlich die Werkstatt drüben noch ein bisschen einräumen. Das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Aber bleibt einfach dran, da kommt noch was. So ihr Lieben, wir haben das Auto gepackt. Rup, wir gehen mal hin.
halbwegs professionell. Halbwegs professionell und ihr seht, andere liegt noch hier. Das bleibt doch hier. Das ist ja mal was wir im Auto haben. Das kommt später rüber. Wir haben uns jetzt zuerst mal entschieden, dass wir heute umziehen. Wir ziehen heute um und ja, räumen das drüben alles ein. Und ja, wir machen jetzt das Auto zu und dann geht das mal rüber. Und dann gucken wir, was wir da so machen. Genau, gucken wir, was wir da so machen. Ne? Also bis gleich. Jo, der Kruschi macht Pause. Weil wir erwischen immer Kruschi. Genau. Ja, tatsächlich haben wir, hier ist nichts, ne? Da soll ja auch nichts sein. Wir haben uns dazu entschieden, da jetzt in der Ecke unseren Schrank zu stellen, wo die verschiedensten Sachen drin sind. Unsere blauen Kisten, das kommt wieder mit. Da haben wir einen ausrangierten Schreibtisch, den wir nachher benutzen, wo wir, dass wir einen Laptop aufstellen können. Und genau, und dann tendenziell wird da drüber nachher noch ein großer Fernseher kommen, zum Programmieren nachher. Und ja, was aber ganz interessant ist, wir können mal hintergehen zum Lager. Das hat sich ein bisschen gefüllt, ne? Das ist unser kleines Lager mit unseren Kabeln eben, ne? Also Patchkabel vor allen Dingen und die dünnen Litzen, die wir haben. Hinten ein bisschen Moosgummi. Die Säge und so ist noch nicht hin, die kommt dann hier hin. Und ja, alles andere kennt ihr ja aus einem anderen Video. Schon, wie gesagt, der Raum soll ja so frei wie möglich bleiben, weil hier werden nachher die Anlagen dann gebaut. Unser toller Pappekarton, der kommt mal wieder mit. Den nehmen wir mir mit, genau. Ich drehe einmal ganz kurz die Kamera. So, dann seht ihr uns einmal. So, ich stehe auf. Ja, genau. Das ist ein bisschen, ja, war so ein Arbeitstag gewesen, wo wir sofort viele verschiedene Sachen gemacht. Ich habe heute Morgen ausgepackt, dann haben wir geschnitten, dann haben wir das Zeug hier rüber gebracht, alles so ein bisschen eingebastelt. Im nächsten Video wird dann der Zusammenbau sein von der von dem Tisch, was wir gezeigt haben. Ne? Das machen wir als nächstes dann. Und das werden wir schon hier vor Ort machen. Das machen wir auch hier, genau. Und aber wir machen für heute Feierabend. Für euch ein kurzes Video im Endeffekt. Für uns war es ein ganzer Tag. Wegen den ganzen Rüberräumen hier waren zwei Fuhren, die wir hatten. Ja, jetzt. Zwei Fuhren, genau. Ist aber noch nicht alles hier. Da machen wir jetzt dann am nächsten Arbeitstag sozusagen weiter. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Das Teilen tut nicht weh. Abonnieren ist wie immer kostenlos. Und Kommentare sind immer schön. Und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.